Gericht hat sich zur Beratung zurückgezogen. Aber wie es ausgeht, das kann ich Ihnen ja schon sagen. Der wird freigesprochen. Mangel an Beweisen? Man kann nichts nachweisen. Der reinste Unschuldsengel. Ach, und Sie glauben ihm nicht? Ach was, der hat die alle auf dem Gewissen. Drei Leute. Aber hätten Sie mal hören sollen, wie der sich verteidigt hat. Es ist schade, dass ich nicht rechtzeitig kommen konnte. Aber meine Tochter musste zum Arzt, die hat mir ihre Kinder gebracht. Ja, und wie hat er nur erklärt, dass alle ihm ihr Geld vermacht haben? Ja, wie? Weil er so gut zu ihnen war. Reine Dankbarkeit. Wer war's? Das ist ihm nicht nachgewiesen worden. Also sag's nicht so laut. Für mich hat er drei Leute auf dem Gewissen. Die Verteidigung meint, der Tod der drei alten Leute hat eine natürliche Erklärung. Zu viel Schlafmittel, falsches Medikament, Tod nach großer Aufregung. Es ist doch kein Zufall, dass ausgerechnet die drei Leute sterben, die mir alles vermachen wollen. Sei sehr gut gelaufen. Ja, so viel habe ich auch mitbekommen. Ich glaube nicht, dass man mich verurteilen kann. Erlauben Sie mir trotzdem zu bemerken, dass Sie Glück gehabt haben. Sie befürchten einen Freispruch. Befürchte nicht, Herr Rachel. Womit Sie nicht einverstanden sein können. Nach meinem Einverständnis wird nicht gefragt. Wissen Sie, wie wir auf der Pressebank darüber denken? Na? Da ist ein Mörder, der seine Strafe nicht bekommt. Sie denken genauso. Dann dürfen Sie es nicht sagen. Wenn Sie meinen. Danke, bitte. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Er hat recht. Ja. Freigesprochen? Ja, aus Mangel an Beweisen. Er wird entlassen. Ist schon. Ein Mann, von dem wir wissen, dass er ein Mörder ist. Gar nichts wissen wir. Jedenfalls haben wir die Beweise nicht erbringen können und damit basta. Danke Ihnen. Danke. 8 Monate Untersuchungshaft. Jetzt sind Sie vorbei. Ja. Aber die Leute zeigen jetzt mit Fingern auf mich. Oh, das wird Ihnen bald langweilig werden. Gezogen? 4. Neuaufnahmen? Keine. Was nichts bedeutet. Ist doch logisch, dass die Leute erst den Prozess abgewartet haben. Aber jetzt wird bald alles anders sein. Jetzt ist alles vorbei. Belügen wir uns da nicht selbst? Ja, bitte? Dürfen wir mal hereinkommen? Aber bitte, Frau Wieland. Herzlich willkommen, Herr Bonner. Ich sage Ihnen dies im Namen aller Bewohner dieses Hauses, die nicht eine Sekunde daran gezweifelt haben, dass Sie diesen abscheulichen Prozess gewinnen werden. Ich danke Ihnen, Frau Wieland. Ich schließe mich den Worten der verehrten Frau Wieland herzlich an. Wir sind alle sehr froh, dass Sie wieder hier sind. Danke, Herr Godet. Ihnen beiden meinen herzlichsten Dank. Sie haben die Worte gefunden, die ich gebraucht habe. Danke. Ah, oh, du bist es. Guten Abend, Großvater. Ich komme nur mal so vorbei. Mutter hat dich den ganzen Tag nicht erreicht. Wo warst du denn? Na, komm erst mal rein. Weißt du, da ist doch gerade ein interessanter Prozess gewesen. Heute war Urteilsverkündung, da musste ich doch dabei sein.
Ja, aber weißt du, Mutter macht sich Sorgen. Sie findet es ein bisschen komisch, dass du jeden Tag ins Gericht gehst. Ich gehe noch nicht jeden Tag. Da beruhige mal deine Mutter. Ich suche mir die interessanten Fälle aus. Und der heute war aufregend. Ungeheuer aufregend. Jedenfalls für mich. Hast du schon zu Abend gegessen? Nein, noch nicht. Hast du Zeit? Ja. Dann lade ich dich ein. Ich habe Lust auszugehen. Oh ja, toll. Mit einem jungen, hübschen Mädchen gehe ich besonders gerne aus. Ja, bitte? Ich hatte mich schon telefonisch angemeldet. Mahler ist mein Name. Einen kleinen Moment, bitte. Ja, bitte. Guten Tag. Guten Tag, Herr Mahler. Mein Name ist Dederich. Bitte, treten Sie ein. Ich habe mich umgesehen. Ich muss sagen, der erste Eindruck... Sehr gut. Dankeschön. Bitte. Dankeschön. Bitte, Herr Mahler, treten Sie ein. Danke. Sie sind interessiert an einem Platz in unserem Hause? Ja. Für Sie selbst? Ja, für mich. Ja, bitte nehmen Sie Platz. Danke. Sie auf eine Empfehlung. Ich will Ihnen ehrlich sagen, ich habe die Gerichtsverhandlung verfolgt, die ja gestern zum Vorteil für dieses Haus zu Ende gegangen ist. Ja. Ja, mit besonderem Interesse habe ich die Aussagen verfolgt, die die Insassen dieses Hauses gemacht haben, die ja durchaus positiv waren. Ja, es kam darin eine besondere Herzlichkeit zum Ausdruck. Eine besonderes Vertrauensverhältnis zwischen der Leitung und den, wie sagt man, den Gästen? Ist das Wort üblich hier? Ja, das Wort ist üblich hier. Wie schön. Kleinen Augenblick, bitte. Nebenan bitten. Danke. Das ist Herr Mahler, der sich für einen Platz in unserem Hause interessiert. Herzlich willkommen, Herr Mahler. Guten Tag. Ja. Wie ich höre, haben Sie der Gerichtsverhandlung beigewohnt? Ja, ich gratuliere zum Freispruch. Danke. Die Anschuldigungen haben sich natürlich als haltlos erwiesen. Alles völlig haltlos. Ja, der Richter musste es schließlich bestätigen, Gott sei Dank. Bitte. Und nun wollen Sie bei uns einen Platz? Ja, ich bin einigermaßen gut situiert. Lebe allein in einer Wohnung, die zu pflegen, in Ordnung zu halten, meine Kräfte übersteigt. Kurz, ich möchte es angenehm machen. Verständlich. Wir haben keine Familie. Nein, ich bin allein. Ihre Frau? Seit langem tot. Es tut mir leid. Kinder? Sind uns versagt geblieben. Dann, tja, wäre wohl das Beste, Herr Mahler sieht sich erstmal um. Ob Ihnen noch alles, was wir zu bieten haben, zusagt. Ja. Frau Beermann? Frau Beermann, dürfen wir mal stören? Dürfen wir mal stören, Frau Beermann? Natürlich. Das hier ist Herr Mahler. Guten Tag. Guten Tag. Der sich für einen Platz bei uns interessiert. Ich möchte Ihnen mal zeigen, wie bei uns gewohnt wird. Gelebt wird. Ja, aber natürlich. Bitte sehr. Kommen Sie mal herein.
Bitte, kommen Sie. Dankeschön. Dankeschön. Ja, bitte. Dies ist mein Reich. Sehr gemütlich. Eigene Möbel? Ja, es sind meine Möbel, an denen ich gehangen habe. Auch die Bilder. Ja, was Sie hier sehen, sind die Reste meines Hausstandes. Ein paar Dinge müssen die Verbindung darstellen zur Vergangenheit. Ich verstehe. Haben Sie eigene Möbel, Herr Mahler? Ja, ein paar davon würde ich gerne mitbringen. Teppiche natürlich und auch ein paar Bilder. Ja, aber das ist alles möglich. Nicht wahr, Herr Bonner? Aber natürlich. Wir wollen schließlich, dass sich alle bei uns wohlfühlen. Und wir fühlen uns wohl. Ich jedenfalls tue es. Und ich lasse mich darin auch nicht beirren. Welche Zimmer geben wir ihm denn, Herr Bonner? Tja. Vielleicht die beiden, in denen Maria gewohnt hat. Das ist die Unglückliche, die zu viel Schlafmittel genommen hat. Ja. Was dann eine so schreckliche Auswirkung für unseren Herrn Bonner hat. Ja, das wäre ein Platz. Kommen Sie, ich zeige Ihnen die Zimmer. Falls Sie sich entschließen wollen, unserer kleinen Gemeinschaft anzugehören. Das wäre schön. Ja. Bitte, Herr Mahler. Danke. Oh, entschuldigen Sie bitte. Man hat das hier offenbar während meiner Abwesenheit ausgeräumt. Das wird natürlich alles renoviert. Ja, das macht nichts, macht nichts. Ich habe schon einen Eindruck. Darf ich mal... Aber bitte, selbstverständlich. Das Bett hier kommt selbstverständlich raus. Betten, in denen jemand gestorben ist, werden verbrannt. Das ist Usus hier. Ja, sehr gut, sehr gut. Mit dem Tod wollen wir alle nichts zu tun haben. Jedenfalls noch recht lange nicht. Hier hat die Frau gewohnt, die an Schlaftabletten gestorben ist? Ja. Ich habe einen Wunsch. Bitte? Darf ich einen Moment in diesen Räumen allein sein? Ich möchte einen ungestörten Eindruck haben. Das wäre wichtig für mich. Aber selbstverständlich. Ich erwarte Sie in meinem Büro. Ich habe gehört, ein neuer Gast in unserem Heim. Möglicherweise. Mein Name ist Godel. Ludwig Godel. Ich bin seit 3 Jahren in diesem Heim. Wie gefällt es Ihnen hier? Oh, sehr gut. Sehr gut. Man legt hier großen Wert auf Freundlichkeit. Jeder muss zu jedem freundlich sein. Ja, das gehört sich so in diesem Haus. Müssen Sie in ein Heim? Wollen Sie mir etwas sagen? Wenn Sie nicht gezwungen sind, wenn Sie es nicht müssen, dann würde ich es lieber nicht tun. Ich habe Sie vor Gericht gesehen. Sie haben ausgesagt, dass es Ihnen hier großartig gefällt. Sie haben das hohe Lied gesungen von dem Leben hier. Und jetzt raten Sie mir, hier nicht einzuziehen?
Warum? Haben Sie plötzlich Ihre Meinung geändert? Nein. Es tut mir leid, dass Sie mich missverstanden haben. Ich habe Sie nicht missverstanden. Keinesfalls. Na? Ich glaube, ich werde mich entschließen. Sehr schön. Es kommt noch etwas hinzu. Ich muss es gestehen. Das Sensationelle an diesem Haus, in dem es 3 Todesfälle gegeben hat, die fragwürdig waren. Für den Staatsanwalt sind sie ja ein Mörder. Ja, für mich ist das aufregend. Müssen Sie wissen. Na, wie sieht es aus mit Herrn Mahler? Er will sich wieder melden. Irgendwas nicht in Ordnung? Ich weiß nicht recht. Irgendwie war er doch merkwürdig. Ich weiß, dass ich dich störe. Entschuldige. Aber ich habe 2 Opernkarten für heute Abend. Kommst du mit? Seit wann interessierst du dich für die Oper? Ja. Gut, ja. Ja, Joderin, nach Lavour! Wieder mal spät geworden, was? Mhm. Gleich 10. Na, dann ab nach Hause. Büro Derek? Ja. Wo ist das? Ist gut, wir kommen sofort. Bonner ist erschossen worden. Was? Meter 10. Sie haben die Schüsse gehört. Ja, ich war oben im 1. Stock in meinem Zimmer, als ich die Schüsse hörte. Ich rannte sofort hinunter. Die Haustür, die war offen. Herr Bonner stand auf der Schwelle und presste die Hand auf seine Brust. Ich fragte, was ist denn passiert? Er antwortete nicht, konnte nicht sprechen. Er setzte mehrfach an und wollte mir noch etwas sagen, aber dann brach er zusammen und dann starb er. Also niemand, der irgendeine Aussage machen kann.
Wollen Sie bitte auf Ihre Zimmer gehen? Es tut uns leid. Wir wissen wirklich nichts. Danke. Danke. Frau Dietrich. Frau Dietrich, Herr Bonner ist gestern Mittag entlassen worden. Er war einen Tag hier. Am Abend dieses einen Tages ist er ermordet worden. Ich habe ein paar Fragen. War an diesem einen Tag irgendetwas Besonderes? Bitte denken Sie genau nach. Hat es Anrufe gegeben? War irgendetwas merkwürdig an diesem Tag? Nein, nein, da war nichts merkwürdig. Merkwürdig? Moment. Herr Bonner fand etwas merkwürdig. Ein Mann, der uns am Nachmittag aufgesucht hat. Ein älterer Herr, der sich um einen Platz bewarb. Und was fand er an ihm merkwürdig? Ich weiß es nicht. Herr Bonner gebrauchte das Wort, aber ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang. Haben Sie den Namen des Mannes? Ja, ich habe den Namen und seine Adresse, ein gewisser Maler. Und er wollte hier einen Platz haben. Wie kam er denn auf dieses private Altenheim hier? Aufgrund des Prozesses, den er genau verfolgt hat, wie er sagte. Ah. Er hat den Prozess verfolgt. War er im Gerichtssaal? Ja, das sagte er. Polizei? Ach ja, ich erkenne Sie. Sie sind bei der Mordkommission. Ich habe Sie gesehen, vor ein paar Tagen im Gericht. Ach, bitte kommen Sie doch rein. Entschuldigen Sie, ich brauche morgens eine Weile, bis ich mich anziehe. Kommen Sie. Ich frühstücke gerade. Mögen Sie auch Kaffee? Ist noch ganz frisch. Nein, danke, das ist sehr freundlich, aber wir haben schon gefrühstückt. Na bitte, dann nehmen Sie doch Platz. Ach, Entschuldigung, ich war gestern Abend in der Oper. Aber bitte setzen Sie sich doch. Mhm, danke. Aber jetzt muss ich fragen, Ihr Besuch bei mir ist kein Irrtum? Nein, wir haben Ihre Adresse von Frau Dederich bekommen. Ach ja, das ist eine Angestellte des Altenheimes. Ja, der habe ich gestern meine Adresse gegeben. Aber ich verstehe immer noch nicht. Nun, Herr Bonner ist gestern Abend in seinem Haus von einem Besucher, dem er die Tür geöffnet hat, ermordet worden. Ah. Ja. Das ist ja unglaublich. Der Mann, über den ich wochenlang angestrengt nachgedacht habe. Schuldig? Nicht schuldig. Ist er ein Mörder, wofür er den Staatsanwalt hält? Ist er keiner, wie die Verteidiger meinen. Das hat mich beschäftigt. Sie waren bei jeder Verhandlung? Bei jeder. Ich habe mich angestellt, um nur ja einen Platz zu bekommen. Ich habe alle Aussagen verfolgt. Auch Ihre. Sie waren sehr präzise, sehr nüchtern. Aber ich hatte den Eindruck, dass Sie mehr der Meinung des Staatsanwaltes zuneigen. Ist das richtig? Da hätte ich aber einen Fehler gemacht. Ein Zeuge hat keine Meinung zu haben. Er sollte nur Fakten geben, Informationen für das Gericht. Ach, schon gut, schon gut. Was war denn Ihr Eindruck? Meiner? Zwiespältig. Ich habe lange geschwankt. Aber dann haben mich die Aussagen der Insassen fasziniert. Sie sprachen sich einstimmig für den Angeklagten aus. Betonten, wie wohl sie sich fühlen. So dass Sie gestern gleich hingegangen sind und Ihr Interesse angemeldet haben? Ja, ich überlegte ernsthaft, ob so nicht mein Lebensende aussehen könnte. In behaglicher Umgebung, ohne Sorgen, ohne große Sorgen.
Ja, nun hat sich das allerdings erledigt. Der Mann ist tot. Sie waren gestern in der Oper? Ja, mit meiner Enkelin. Ein großer Abend. Ach, sie hat ein Enkelkind? Ja, sie ist selbst Musikerin. Allerdings nur Kammermusik. Altenheim Bonner, Dederich? Hier ist Derek. Frau Dederich, es geht um Folgendes. Als Herr Mahler bei Ihnen war, was hat er gesagt? Versuchen Sie sich einmal genau zu erinnern. Hat er gesagt, er habe keine Familie? Ja. Ja, er sagte, er habe keine Familie. Seine Frau sei gestorben und Kinder seien ihnen versagt geblieben. Kinder seien ihnen versagt geblieben. Danke, Frau Dederich. Na, ganz offensichtlich gelogen. Aber warum? Fragen doch. Ihr Maler? Ah, Herr Oberinspektor. Da ist eine Frage aufgetaucht, Herr Maler. Ja, die Sie betrifft. Sie haben in dem Altenheim, das Sie aufgesucht haben, gesagt, Sie hätten keine Familie. Wie? Habe ich das gesagt? Ach ja! Ich weiß jetzt. Da habe ich wohl einen Eindruck gehabt, der sich mir bei der Verhandlung aufgedrängt hat. Dass es dort unangenehm berührt, wenn man Familie hat. Ja, ja, ich habe mehrere Kinder. Eine Tochter und zwei Söhne. Die Söhne sind allerdings nicht in München. Der eine arbeitet in Hannover, der andere in Hamburg. Aber sie sind alle, wie sagt man, wohlgeraten. Die Adresse meiner Tochter? Ja, natürlich. Ja, kommen Sie doch rein, bitte. Danke. Inge? Ja? Kommst du mal runter, bitte? Ja. Danke. Ja. Meine Tochter war mit meinem Vater in der Oper. Ist das von irgendeiner Bedeutung für die Kriminalpolizei? Nun ja, ich... Guten Tag. Inge, der Herr ist von der Kriminalpolizei und möchte sich bestätigen lassen. Ich hoffe, ich drücke mich richtig aus, dass du gestern Abend mit deinem Großvater in der Oper warst. Ja, warum? Naja, es ist von keiner großen Bedeutung, aber Ihr Großvater... Ihr Vater, der ist da mitten in eine polizeiliche Ermittlung geraten, die ich gerade in einem Mordfall durchführe. Einen Mordfall? Ja, Sie haben doch vielleicht gehört oder gelesen, dass da gestern ein gewisser Bonner erschossen worden ist. Ja, ja, das habe ich heute früh gelesen. Der Leiter eines Altenheims. Mhm. Ja, mein Großvater hat es mir erzählt. Was hat er erzählt? Was für ein merkwürdiges Zusammentreffen das sei. Dieser Bonner habe selbst wegen Mordverdachts vor Gericht gestanden und sei nun ermordet worden. Er sagte, ein ermordeter Mörder. Wann hat er das gesagt? Heute Mittag. Ich war mit ihm zum Essen in der Stadt. Das ist ja so eine Art Tagesgespräch, dieser Mord. Tja. Ihr Großvater war gestern in diesem Altenheim. Ja, was wollte er da? Er wollte sich dort nach einem Platz erkundigen. Hat sich nach einem Platz erkundigt? Ja, ja. Für sich? Mhm. Aber er hat doch ein Zuhause. Ja. Er hat sich alles zeigen lassen, hat sich alles angesehen. Und Herr Bonner, der fand eben das Verhalten Ihres Vaters... Ja, er fand's merkwürdig. Und deswegen bin ich hier. Das ist so eine Marotte von ihm, dieses ständige Interesse für Prozesse. Er geht fast jeden Tag zum Gericht und nimmt an irgendwelchen Verhandlungen teil. Ja, das stimmt. Das stimmt, wenn meine Mutter sagt, dass er da eine Marotte hat. Das ist wirklich eine. Machen Sie sich wieder Notizen? Ja, ich versetze mich jeweils in die Personen, die etwas zu sagen und zu entscheiden haben. In den Richter, in den Staatsanwalt... Und auch in die Verteidiger. In die besonders. Denen macht es Spaß, auch noch den größten Alunken mit einem Freispruch nach Hause zu bringen. Ich meine, Sie denn, der wird freigesprochen? Ja. Da kommt er. Glauben Sie wirklich, der wird freigesprochen? Natürlich wird er freigesprochen. Sie können ihn ja nicht identifizieren. Das Mädchen müsste genau sagen können, der war es. Das müsste ohne Zweifel sein. Ja, aber bei dem Schock, den die hat, kriegt ihren Mund nicht auf, fängt sofort an zu weinen. Weinen?
Weinen ist diesen der Welt kein Argument. Die meisten Leute fühlen sich durch Weinen belästigt. Kommen Sie mal. Sie wagt nicht herauszukommen. Geniert sich. Er kommt heraus. Zeigt sich. Findet nichts dabei. Im Gegenteil. Diese Leute genießen es noch, Mittelpunkt zu sein. Danke Ihnen. So, es geht um Vergewaltigung. Ein gewisser Eichholz hat ein Mädchen auf dem Nachhauseweg überfallen, sie schrecklich zugerichtet und dann halbtot liegen gelassen. Und diese Verhandlung interessiert unseren Freund? Offenbar. Der Prozess geht morgen zu Ende. Wie steht denn der Prozess? Tja, das Mädchen kann den Täter nicht identifizieren. Ach, kann sie nicht. Man hat ja 10 Leute vorgeführt, aber ohne Erfolg. Wieso hat man ihn angeklagt? Ja, es gibt einige Indizien, ein paar ungenaue Zeugenaussagen. Er könnte es gewesen sein, aber der Verteidiger hat die Zeugen ziemlich verunsichert und so steht es ziemlich gut für den Eichholz. Dann hat der Prozess gegen Bonner vor 3 Monaten und dieser Prozess hier genau das gemeinsam. Der Angeklagte war wahrscheinlich der Täter. Aber die Beweise reichen nicht aus. Hallo, Herr Derek. Ja, Herr Mahler, grüße Gott, guten Tag. Sie sehen mich mal wieder bei meiner Lieblingsbeschäftigung. Ja. An Gerichtsverhandlungen, teils. Worum geht's denn diesmal? Ach, eine üble Geschichte. Vergewaltigung. Begangen mit äußerster Brutalität. Wir warten gerade auf das Urteil. Die Dame, eine Bekannte von Ihnen? Ja, das ist, ach, jetzt weiß ich nicht mal Ihren Namen. Ich bin Frau Rosenheim. Ach, Frau Rosenheim, guten Tag. Ein notorischer Gerichtsgänger, so wie ich einer bin. Wir treffen uns hier immer und tauschen unsere Meinung aus. Nein. Wann wird das Urteil verkündet? Sie beraten gerade. Und was erwartet man? Ja, was? Der Fall liegt nicht einfach. Das Mädchen kann leider nicht genau sagen, ob der Angeklagte es war, der sie auf so schreckliche Weise gepeinigt hat. Was glauben Sie denn? War es? Aber ja. Wir alle hier, da können Sie fragen, wen Sie wollen, sind der Meinung, er war es. Schauen Sie mal. Da schauen Sie sich den mal an. Indizien haufenweise. Aber Indizien sind keine Beweise. Derek? Eichholz ist freigesprochen. Aus Mangel an Beweisen. Danke, Harry. Hallo, Inge. Hast du Zeit heute Abend? Ich wollte dich mal wieder einladen. Nein, nicht in die Oper. Schlag du was vor. Mir wäre alles recht. Wie wär's, wenn ich dich mal einlade? Wir geben nämlich heute Abend ein Konzert. Im privaten Rahmen. Sag ihm, ich freue mich, wenn er mitkommt. Hast du's gehört? Ja, nur ganz wenig Leute. Hast du Lust? Guten Tag. Grüß Gott. Suchen Sie jemanden? Kann ich Ihnen helfen? Nein, besten Dank. Der Name kam mir bekannt vor. Wo habe ich ihn gehört? Gelesen vielleicht in der Zeitung. Kann das sein? Was wollen Sie denn von mir? Was ist denn, Rudolf? Der Quatsch spielt hier blöd an. Aber der Name fiel mir auf. Eichholz. Ich fragte danach, wo ich ihn gehört haben könnte. Jetzt fällt es mir wieder ein. Entschuldigung. Der Maler geht mir auf die Nerven. Wenn die Gerichtssäle Tag für Tag, das ist doch nicht auszuhalten. Die geht mir auf den Wecker. Deswegen kannst du ihm doch keinen Mord anhängen. Dann soll sich ein anderes Vergnügen suchen, aber der rennt in die Gerichtssäle Tag für Tag. Lass ihn doch. Es gibt doch viele, die das tun. Ich meine, das kennen wir doch.
Hast du nicht auch leichte Züge von Exaltiertheit bemerkt? Eigentlich nicht. Ich finde den sehr freundlich. Wie jemand, der zufrieden ist. Vor allen Dingen mit sich selbst. Sag mal, ich dachte, wir kommen hierher, trinken was gemütlich. Jetzt hocken wir schon wieder im Büro. Kann ich mal telefonieren, bitte? Ja, hier ist Derek, was gibt's denn da? Wann? Und wo? Ja, ist gut. Eichholz ist soeben vor seiner Haustür erschossen worden. Die Schüsse gehört hab, bin ich natürlich gleich ans Fenster gerannt, an das da. Und da habe ich gerade noch ein Auto weggefahren sehen. Aber fragen Sie mich bloß nicht nach der Nummer, gell? Danke, Herr Obermeier. Und bitte wenn schön. Sie bitte noch einen Moment hier warten. Ja, ist gut. Zurück, wo sie seinen Freispruch gefeiert haben. Frau Eichholz, überlegen Sie einmal ganz genau. War an diesem Tage irgendetwas anders als sonst? Bitte denken Sie nach. War vielleicht irgendetwas, ich gebrauche jetzt diesen Ausdruck absichtlich, war irgendetwas merkwürdig? Denken Sie bitte nach. Nichts. Gar nichts. Ich sage Ihnen doch, ich weiß nichts. Überhaupt nichts. Hat sich irgendjemand nach Ihrem Mann erkundigt? Telefonisch oder sonst irgendwie? Erinnern Sie sich vielleicht an einen älteren Herrn? Guten Morgen. Guten Morgen. Sie nochmal? Mhm. Ja, bitte kommen Sie rein. Danke. Sie erwischen mich wieder beim Frühstück hin. Mögen Sie Kaffee? Danke, nein. Waren Sie wieder in der Oper? Nein, meine Enkelin gab ein Konzert. Ein Kammerkonzert. Frau Eichholz ist gestern Abend erschossen worden. Ach. Vor seiner Haustür. Mit drei Schüssen, Herr Mahler. Ja, was soll man dazu sagen? Eichholz. Der Mann, der andere zu Opfern machte. Nun selbst ein Opfer. Sie haben ihn doch gestern aufgesucht. Sie haben mit ihm gesprochen. Ja. Wissen Sie, bei einem solchen Prozess bilden sich Meinungen, die natürlich vom Milieu beeinflusst sind. Ich dachte mir, wie lebt so ein Mann? Wie ist seine Umgebung und wie wirkt er in ihr? Soll ich es Ihnen sagen? Er wirkt genauso wie im Gerichtssaal. Brutal. Ja, nun ist er tot. Was sagen Sie denn dazu? Wie war Ihnen zumute, als Sie hörten, Eichholz ist tot? Hatten Sie nicht ein leichtes Gefühl der Befriedigung, das Ihnen sein Schicksal dann doch ereilt hat? Nein, das Gefühl hatte ich nicht. Wenn mir ein Mord gemeldet wird, erschrecke ich immer noch. Ich erschrecke, sagte ich. Und der Schrecken wird immer größer, je länger ich in diesem Beruf bin. Wer das Opfer ist, spielt keine Rolle. Spielt keine Rolle? Spielt keine Rolle, nein. Aber das ist doch nicht realistisch. Für mich ist das neu, dass Eichholz tot ist. Aber von Erschrecken kann ich nicht reden.
Nur sollten Sie jetzt nicht den Fehler begehen, mich für herzlos zu halten. Das bin ich nicht. Ich werde das Bild nicht los. Das Bild dieses gequälten Mädchens. Wir haben sie doch gesehen. Sie saß da, unfähig für eine normale Reaktion. Sie hat dieser Mann aus ihr herausgeprügelt. Er hat menschlichen Müll aus ihr gemacht. Ich soll erschrecken, wenn ich höre, dieser Mann ist tot. Verlangen Sie das im Ernst? Harry, es muss eine Verbindung geben zwischen diesen beiden Morden und Maler. Zweimal hat jemand vor Haustüren gewartet. Zweimal waren die Opfer Leute, die aus Mangel an Beweisen freigesprochen wurden. Zufall? Das sicher nicht. Und dann noch etwas, die Tatzeit, immer abends. Und Herr Mahler hat viele Zeugen, dass er zur Tatzeit Musik gehört hat. Traf sich mit drei anderen Männern. Ja, sie setzten sich zusammen, tranken Bier und redeten miteinander. Was für einen Eindruck machte sie? Tja. Na, warte mal. Als seien Sie lange miteinander bekannt? Ja, den Eindruck hatte ich. Wie alt? Alle ein bisschen älter. Aber gut beieinander. Ja, das ist alles. Danke. Flotte Jungs. Jetzt brauchen wir die Namen der Leute. Ich will wissen, wer sie sind und was sie machen. Welche Beziehung zwischen Ihnen und Maler besteht. Guten Abend. Das ist die Margot. Margot. Das ist Ilse. Ja. Ilse. Ingrid. Und Ingrid. Und alle aus unserem Haus. Ja, von der Sitte. Sind wohl was für eine private Garnierung. Ja, so ungefähr. Wir kennen uns alles hier gut und gehen mitunter miteinander auch gegen. Haben wir die Bar neben Ihnen? Ja, direkt nebendran. Hallo, Herr Derrick. Ja, nanu, Herr Mahler. Guten Abend, ich dachte immer, Sie haben nur ein Hobby, Gerichtsfälle. Nein, nein, ich kegle auch sogar sehr gern. Guten Abend, meine Herren. Grüß Gott, Herr Mahler. Grüß Gott. Grüß Gott, die Damen. Bekannter von mir, Herren von der Kriminalpolizei. Darf man das nicht sagen? Doch, das darf man unbesorgt sagen. Kegeln Sie öfter hier, wie ist denn die Bahn? Wir spielen eigentlich mehr in der Stadt, aber unsere Bahn bekommt einen neuen Belag. Na, ich sehe, Sie gönnen sich ab und zu auch mal Privatvergnügen. Ja, ich entdecke gerade eigentlich viel zu wenig. Ja, das kann ich mir denken. Wissen Sie, ich versetze mich manchmal in die Psyche, die Stimmung eines Polizisten, eines Menschen, dessen Aufgabe es ist, Verbrechen zu bekämpfen. Verzweifeln Sie da nicht manchmal? Gar keine schlechte Frage. Ja, wissen Sie, unser einer, wir tun unsere Arbeit und bringen sie zum Abschluss. Aber Ihre, die hört doch nie auf. Das muss Sie doch ungeheuer deprimieren. Ja, das tut es manchmal. Alles Ihre Freunde? Oder nur eine zufällige Mannschaft? Ah, wir spielen schon sehr lange miteinander. Hallo Hans, komm, du bist da. Reizende ältere Herren, besonders sympathisch. So waren Sie doch. Jetzt zitiere ich mal Herrn Mahler. Ihre Arbeit hört nie auf. Das muss Sie doch ungeheuer deprimieren. Recht hat er. Was können wir tun? Warten, Harry. Warten auf den nächsten Freispruch aus Mangel an Beweisen. Haben Sie den Angeklagten angesehen? Ich tue nichts anderes. Die ganze Zeit sehe ich mir diesen Mann an.
verzieht keine Miene. Gefühllos, absolut gefühllos. Bringt seine Freundin um aus Eifersucht. Was nicht bewiesen ist, liebe Frau. Ja, aber er war's doch. Und doch andauernd Streit miteinander gab. Dafür gibt's Zeugen. Augenzeugen, Ohrenzeugen. Was nicht sagt, liebe Frau. Bei dem Mord war keiner dabei. Und gestehen tut er ja nicht. Sie hat ihn betrogen. Also so viel ist sicher. Und er hat gesagt, na, sie war eine leichtsinnige Person. Und er hat gesagt, wenn du mich betrügst, bringe ich dich um. Was ihn zwar belastet, aber nicht überführt. Also, er ist wieder im Gerichtssaal. Aha. Geht wieder jeden Tag hin, stellt sich früh an, damit er ja einen Platz bekommt. Und das ist eine Frau hier, die bekanntermaßen ein leichtes Leben führte. Zwar keine professionelle, aber irgendwie nicht weit entfernt davon, soll ja vorkommen. Und der Tat dringend verdächtig ist der hier, ein gewisser Schulau, der sehr eifersüchtig war, woraus er auch kein Hehl macht. Und es gibt Zeugenaussagen dafür, dass er Drohungen geäußert hat. Er bestreitet die Tat? Ja. Hat er ein Alibi? Ja, eins, das keins ist. Er war zur Tatzeit zu Hause im Bett gelegen. Da war kein Zeugen dafür. Sein Leumund? Nicht sehr gut. Vorbestraft wegen schwerer Körperverletzung, sehr hitzig, jähzornig. Also die Tat ist ihm zuzutrauen? Ja. Und im Prozess, was erwartet man? Freispruch. Freispruch. Ja. Freispruch. Das sind Herren von der Kriminalpolizei, die Sie sprechen. Polizei? Was soll ich mit der Polizei zu tun? Ich bin Freispruch. Die Polizei, ich komme. Ist das klar? Naja, haben sich ja verständlich ausgedrückt. Gehen Sie doch irgendwie zum Teufel. Sie sind sicher eher da. Vielleicht schon heute Abend oder erst morgen oder in ein paar Tagen. Was? Ja, wir haben nämlich Grund zu der Annahme, dass es da einige Leute gibt, die mit ihrem Freispruch überhaupt nicht einverstanden sind. Was heißt das? Morddrohung gegen Sie. So, jetzt sagen Sie mir mal, wer mich da umbringen will. Ich bin freigesprochen worden. Der Richter hat gesagt, ich kann gehen. Da gibt es Leute, die mich umbringen wollen. Sagen Sie, in den anderen Schreberhäusern wohnt da irgendjemand? Mhm. Das ist ein Untertags hier. Ich wohne da, ich schlafe da. Sonst hätte ja vielleicht irgendein Zeugen auftreten. Gehen Sie hinaus. Fragen Sie den Mann, was er will. Gehen Sie ruhig. Der Maler macht seinen Nachmittagsbesuch. Was wollen Sie denn? Ah, wissen Sie, ich bin Rentner. Auf der Suche nach Beschäftigung. Nach einer Tätigkeit, die Freude macht. So ein Garten, der würde mir Spaß machen. Ja? Was habe ich damit zu tun? Geben Sie das hier nicht auf? Wieso? Wieso sind Sie das aufgeben? Sie sind nicht der Schuler? Ja. Woher kennen Sie mich denn? Ja, ich war im Gericht. Ich habe mich sehr mit ihm befasst. Ganz ausführlich. Natürlich auch mit der bedauernswerten Person, von der es heißt, dass Sie sie ermordet haben. Kann uns das weiterkommen? Ich wollte Sie nicht in Aufregung versetzen. Pass ab!
spät? Dein Großvater wartet seit einer Viertelstunde. Naja, erst mal guten Abend. Na, Mädchen. Du siehst gut aus. Ach, du erst. Ich freue mich. Worüber? Über dein Interesse an der Musik. Ich interessiere mich auch für Musik. Aber nicht nur. Da stehen, nehmen Sie die Hände hoch. Wieso? Warum? Los, Hände hoch. Kannst du alleine nach Hause fahren? Er war es doch. Er war doch der Mörder. So wie die anderen es waren. Sie haben Menschen umgebracht. Unschuldige Menschen. Sie haben keinen Respekt gehabt vor menschlichem Leben und verdienen dafür selbst keinen. Nachsicht mit Mördern, Mitleid mit Mördern. Ich habe das nicht. Wir haben gefunden, beschlossen haben wir. Wir leben nicht mit Mördern zusammen. Setzen Sie sich. Sie sagen, wir leben nicht mit Mördern zusammen. Doch, Herr Mahler, wir leben mit Ihnen zusammen. Wir leben mit Mördern zusammen, weil es sie gibt. Und dass es sie gibt, ist offenbar ein Teil unseres Schicksals. Des Schicksals, Menschen zu sein, die weit entfernt sind von Vollkommenheit. Und ich glaube, es gibt nur ein Mittel, zu versuchen, unser Schicksal in die Hand zu bekommen. Verstehen Sie? Zu versuchen, es in die Hand zu bekommen. Durch Recht und Gesetz, denen wir alle verpflichtet sind. Alle. Auch Sie, Herr Mahler. Denn wenn nicht,
dann hätten wir die Anarchie. Und mit der Anarchie die Sturm.